zurück bei Assassin's Creed 2, dem Let's Play dazu. Und wir müssen vom Fest entkommen. Das heißt, eine Menge Spaß, wie auch immer. Das war jetzt gerade nicht so beabsichtigt, dass ich hier runterspringe, aber vielleicht war es gar nicht so dumm. Ich wollte gerade meinen Bekanntheitsgrad etwas senken. So, damit bin ich total, total gar nicht mehr verdächtig. Und gehe jetzt einfach mal hier über das Hausdach und auf die andere Seite. So. Zack. Und da bin ich schon. Hallo. Wunderbar gemacht. Che spettacolo. Che spettacolo. Ein wahrer Held. Ihr müsst müde sein. Kommt, ruht euch aus. Ah, der Retter von Venedig. Was soll ich sagen? Ich hätte wohl nicht so sehr zweifeln sollen. Jetzt werden wir sehen, wie sich alles entwickelt. Aber genug davon. Ihr habt so hart gearbeitet, mein Sohn. Ich fühle, dass euer müder Körper Trost und Pflege bedarf. Ja, ich habe solche starke Schmerzen, Schwester. Ich brauche sehr viel Trost und Pflege. Oh, das wird sich einrichten lassen. Mädchen? Mhm. Oh. Okay. Ja, das war die Sequenz. Zack. Sequenz 9 beendet. So. Das heißt, es geht schon mit Sequenz 10 weiter. Ich komme voran. Yeah. Bin mal gespannt, wie viele Teile ich für das Let's Play zu Assassin's Creed 2 brauche. Wie viele ich noch brauche. Du. 20 vielleicht noch. Aber ich kann es auch so schlecht abschätzen. Weil Assassin's Creed 2 ist jetzt eigentlich mein erstes großes Let's Play. Und soweit ich weiß, gibt es 14 Sequenzen, meine ich. Und die alle zu beenden, das dauert noch. Na gut, mal gucken, was jetzt erstmal kommt. Ich habe nämlich wie immer keinen Plan. Ah ja, da kommt der Junge angerannt. Ezio, Ezio, Ser Antonio möchte mit euch sprechen. Danke für die Nachricht. Gut, also losgerannt und einmal. Du willst ein paar Templer ausrauben? Ich habe das Arsenal auf der Karte markiert. Das ist eine Templerbasis, also solltest du dort einiges zum Plündern finden. Kommt noch was? Anscheinend nicht. Das heißt, ich möchte jetzt gerne hier zu diesem Zielort, wie auch immer, und den erreiche ich am besten über, kann ich hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Nee. Also über so eine Brücke, die hier irgendwo war. Genau, hier. Über diese Brücke komme ich da am besten hin. Zack, zack, zack. So. Einmal hier da vorne in den Palast rein. Und hallo gesagt. So.
Hahaha, da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Agostino Barbarigo, zukünftiger Doge von Venedig. Dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Yo. Auftragsattentate freigeschaltet und... Jetzt geht es weiter. Ach ja, einmal so hier lang. Ich weiß so ungefähr, was noch kommt. So ungefähr. Aber... Naja, ist auch schon eine Zeit lang her, dass ich das hier durchgespielt habe. Und jetzt kletter doch die Leiter hier hoch. Genau. So. Moment. So. Da geht's. Hier. So, hier komme ich doch bestimmt sehr gut rüber. Genau. So. Ach, ich muss hier noch rüber. Gut. Ich wollte auch mal irgendwie ausprobieren, wie man so einen Körper ins Wasser macht. Hab's schon wieder vergessen. Muss auf jeden Fall noch mal Leertaste drücken. So war das. Aber ich weiß auch nicht genau. So. Und jetzt. Einmal hier vorne hinter. Ist ganz schön weit entfernt. Schöne Laufarbeit jetzt. So. Hier durch. Zack. Hier rein? Ist das richtig? Wahrscheinlich ist es richtig. Also, wie komme ich hier am besten rein? Ja. Ist ja schon gut. Ich will ja auch nur... So. Ober, geht mir aus dem Weg. Kommen die hier rein? Können die das? Ja. Okay, dann kann ich so wenigstens hier einzeln aus. Jetzt kommen sie auf einmal. Alle. Das sind so viele flinke Wachen, da habe ich auch keine Lust gegen. So. Also das war jetzt irgendwie gut im Kommen, glaube ich. Keiner hat's gesehen. So, nochmal verstecken. Dann muss ich erstmal gucken, wie ich in den Palast da reinkomme.
Weil da habe ich irgendwie gar keinen Plan so richtig. Und mein Laptop hat sich irgendwie schon wieder abgeschaltet, beziehungsweise so Standby, wie auch immer. Ach so, ich muss gar nicht in den Palast rein. Ah. Na gut, dann muss ich halt hier vorne. Hilfe. Okay, ich muss hier vorne hin, aber aufs Dach. Bitte! Hilfe! Also hier lang. Bitte! Hilfe! Hallo! Bitte! Hilfe! So. Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Nördlich von hier. Requiescat in pace. Annehmen. So. Bartholomeo finden. Gut, das machen wir. Und zwar nächste Folge. Ich mache eine kurze Pause und gleich geht es weiter. Vielen Dank fürs Zusehen.